Nur Christnockerl? Hat die Oma nur Christnockerlsuppen gemacht? Ja. Und ist von gestern noch was übrig? Was hat's denn da Leckeres gegeben? Eine Christnockerlsuppe. Warum kocht denn die Oma nur mehr so geschissene Christnockerlsuppen? Wegen ihrem Paul. Der vertragt nichts anderes. Ja. Hat die Frau Eberhof auf ihre alten Tage noch eine Affäre? Eine Christnockerl-Affäre. Wie macht man Christnockerl? Also, ja, war so ein Hartweizengrieß, Ei, Butter, aber nur, ja, also nur Eigelb. Das weiß ich nicht, ich bin wirklich keine gute Köchin. Ich glaube, du kannst auch Milch dabei haben. Also, ich habe es jetzt nicht auswendig, aber das Mischungsverhältnis stimmt. Hartweizengrieß ist wichtig. Ich würde sagen, es gibt gute Tütensuppen, die man aufwärmt, wo man heiß Wasser raufschüttet. Ja, Eigelb glaube ich nicht. Eigelb. Ist Eigelb drin? Ich glaube, dass Eigelb drinnen ist. Ich weiß nicht, ich mache Grießbrei, mache ich meinen Kindern. Und das, ich schätze mal, Grießnockerlsuppe macht man das halt. Also meine Oma hat es immer mit Eigelb gemacht, das weiß ich. Ein bisschen anders und haut es in so eine Hühnerbrühe rein. Aber vielleicht gibt es ja auch Varianten ohne. Und statt Grieß haben sie Hackfleisch. So gibt es bei mir Grießnockelsuppe. Achso, das machen wir mit dem Löffel. Schön, ja? Mit dem Löffel raus. So rein, zack, und dann hat es die Form. Mit dem anderen Löffel kann man sie untermachen und dann hat man die Form. Sind alle eingeladen, schmeckt super.